Jo, wir sind Tom und Max, Teil des Großprojekts Schillig. Dessau gilt allgemein als öde und trostlos. Im letzten Semester wollten Stefanie und Johannes dieser Auffassung entgegenwirken. Sie suchten und fanden einen Raum, das ehemalige Eiscafé Hügel in der Ferdinand-von-Schill-Straße. Die beiden wollten diesen Ort zu einem studentisch betriebenen Café entwickeln, das Menschen zusammenbringt, offen und chillig sein sollte. Die Miete dafür wurde durch eine Crowdfunding-Kampagne bis März diesen Jahres gesichert. Nun kamen wir mit unserem Großprojekt ins Spiel. Wir überlegten, was das Schillig zu so einem besonderen Ort macht. Dazu waren viele Meetings, Gedanken, Diskussionen und Karteikarten nötig, bis wir uns auf drei Profilkriterien festlegten. Das Schillig ist lebendig, verbindend und selbsterklärend. Und der Gedanke, ein Café zu eröffnen, wurde immer mehr zur Nebensache. Vielmehr wollten wir einen Raum für Ideen und Veranstaltungen jeder Art schaffen. Und so können wir zusammenfassend sagen, mit dem Schillig eröffnen wir den Raum für eine lokale Gemeinschaft von kulturstiftenden und engagierten MacherInnen Dessaus. Gemeinsam bilden wir ein offenes Netzwerk, das sich die Gestaltung unserer Stadt auf die Fahne schreibt. Das Schillig verbindet, grob gesagt, ganz Dessau miteinander. Unterstützt werden wir vor allem durch unseren juristischen Träger, die Projektschmiede. Das Schillig verbindet die Stadt Dessau-Roßlau, die Initiative Engagierte Stadt, mit dem Fachbereich Design. Außerdem arbeiten wir mit verschiedensten Initiativen und Vereinen zusammen. Ab geht's. Mit der Renovierung kamen wir dann so richtig ins Machen. Wir malerten, schraubten und stopften Löcher. Einfach gesagt, wir machten den Raum für uns und andere nutzbar. Neues Konzept, neues Erscheinungsbild. Das Frühere erschien uns zu seriös und glatt für das, was wir mit dem Schillig vorhatten. So produzierten wir dann verschiedene Entwürfe, tasteten uns analog an ein neues Erscheinungsbild heran und auch die gute alte Schreibmaschine kam zum Einsatz. Letztendlich stand das Erscheinungsbild. Knalliges Orange, das analog auf alle Medien gebracht wird, statt großflächig verwendetes Dunkelblau. Die flüchtige Kurier für Fließtexte und eine kräftige Display-Schriftart im Kontrast dazu. Dieses Erscheinungsbild zieht sich durch all unsere Medien. Jo, und wie das Ganze in Aktion aussieht, konnte man bei unserer ersten Eröffnung sehen. Eröffnet haben wir im Rahmen einer Vernissage, die unter dem Motto lief: Kunst für einen Fuffi. Studierende, Künstlerinnen und Kreative stellten ihre Werke aus, was ziemlich viele Dessauerinnen und Dessauer anlockte. Zur Eröffnung wurden wir auch durch Oberbürgermeister Dr. Robert Reck und die Presse gut unterstützt. Insgesamt hat die Veranstaltung einen sehr regen Austausch zwischen den unterschiedlichsten Gruppen der Stadtgesellschaft und vor allem mit uns Studierenden ermöglicht. Und die Spenden aus den Verkäufen der Werke konnten uns bis Juni 2022 die Miete decken. Außerdem zeigte die Vernissage auch das Potenzial des Schilligs als kulturellen Begegnungsort. Und damit das Schillig auch in Zukunft genutzt werden kann, haben wir ein How-to-Booklet gestaltet, das zum einen das Konzept an sich nochmal erklärt, die wichtigsten Dinge, wie das Schillig funktionieren kann, wie man es nutzen kann, wo es sich befindet, was der Raum hergibt und was auch als Inventar für mögliche Veranstaltungen schon gegeben ist. Und somit konnte das Schillig jetzt in den letzten Wochen auch schon aktiv für verschiedene Veranstaltungen genutzt werden. Zum einen hatten wir zum Beispiel ein Semesterabschlussprojekt. Dann haben Studierende eine Kleidertauschparty organisiert oder es fand eine Ausstellung aus einem Masterprojekt bei uns statt. Demnächst gibt es natürlich auch einige Veranstaltungen in unserem Terminkalender, die jetzt schon in den Startlöchern stehen. Zum einen ein Zeichenworkshop, dann eine Werkschau zum Semesterende und eine Veranstaltung einer Initiative aus Roßlau. Ja, der Prototyp läuft bis Ende Juni. Regelmäßig offen haben wir immer mittwochs von 10 bis 15 Uhr. Das Schillig ist aber darauf angewiesen, dass Leute hier sind, die Bock haben, das Schillig weiterzuentwickeln, die Bock haben, das Schillig zu beleben und die vor allem das Potenzial, was sich jetzt schon bereits entwickelt hat, weiter entfalten wollen. Deswegen von uns der Aufruf an dich: sei auch du Teil des Impulses, sei Schillig.